Willkommen zurück auf meinem Kanal mit der zweiten Episode zu Werde dein eigener Chef. Ich werde dir heute zeigen, was du alles brauchst, um deine Produkte von zu Hause aus verschicken zu können. Das sind alles Dinge, die ich gekauft habe, bevor es richtig losging mit dem Verkaufen, wie Büroartikel, Zeugs zum Verpacken sowie auch Versandmaterial. Und ich werde dir zeigen, was genau du brauchst, damit du dir deine Einkaufsliste machen kannst. Das, was ich heute erwähne, werde ich auch unten verlinken. Deswegen schaut da am Ende des Videos vorbei. Als erstes braucht ihr natürlich ganz standardmäßig Sachen wie Notizblock, wo ihr alle Sachen aufschreibt. Klebeband, Tesafilm braucht man immer und was zum Schreiben, sowie auch eine Schere. Also diese ganz normalen Büroartikel, die braucht ihr natürlich immer, solltet ihr auch euch besorgen, bevor euer Onlineshop startet und bevor der Verkauf beginnt. Seht einfach zu, dass ihr diese Sachen zu Hause habt, damit ihr nachher nicht zum Supermarkt rennen müsst und euch die Sachen holen müsst extra. Sobald dann der Shop online geht und Bestellungen eingehen, braucht ihr natürlich Sachen, um die Produkte zu verpacken. Bei mir geht es ja nicht um Dropshipping auf meinem Kanal. Ich verschicke auch alles selber. Das heißt, ich habe meine Produkte auch zu Hause gelagert und ich will euch das genau so beibringen, dass ihr ein eigenes Lager habt. Das heißt dann natürlich, ihr müsst eure Sachen selber verschicken. Also braucht ihr Versandmaterial und Zeugs, um eure Produkte zu verpacken. Es kommt natürlich darauf an, was ihr verkauft. Ich verkaufe Accessoires und Lashes, also kleinere Sachen. Das heißt, es passt alles in ganz kleine Verpackung und ich brauche auch nicht so viel Material. Was ich jetzt beispielsweise habe und was ihr euch auch zulegen könntet, ist Seidenpapier. Mit Seidenpapier kann man ganz viele Sachen ganz schön einpacken. Auch solltet ihr Klamotten verkaufen beispielsweise. Ich habe jetzt die meisten Sachen in rosa, weil mein Shop ja auch sehr mädchenhaft gestaltet ist, meiner Zielgruppe entsprechend. Aber die gibt es in allen Farben und für sehr wenig Geld. Als nächstes habe ich mir dann auch Organza-Säckchen besorgt. Ich hatte sie eine Zeit lang auch in pink und rosa. Jetzt gerade habe ich sie in weiß da. Ich probiere einfach gerne immer wieder mal Sachen aus, wenn es darum geht, meine Ware zu verpacken. Da kommen dann meistens die Accessoires rein. Ich mache das so zu und das kommt dann so in das Päckchen rein und wird verschickt. Wichtig, so eine gute Balance zu haben, wenn es um die Verpackung geht. Das heißt, du willst jetzt nicht so viel Geld ausgeben, denn die meisten Sachen landen am Ende sowieso im Müll. Aber es sollte trotzdem schon so ansprechend sein, dass der Kunde merkt, du hast dir da Mühe gegeben und sich auch freut, wenn der Kunde sein Päckchen aufmacht. Was ich dann noch mit reinpacke, wenn ich meine Päckchen fertig mache für den Versand, sind meine Visitenkarten. Das heißt, Visitenkarten solltest du dir auch anlegen. Wenn du nicht weißt, wie, in meiner ersten Episode erkläre ich dir, wie das funktioniert und wie du dir Visitenkarten selber machen kannst. Was ich auch ganz gerne reinlege, die sind erst vor ein paar Tagen angekommen. Den neuen Dankeschön-Karten steht dann einfach drauf. 1000 Dank für den Einkauf und auch nochmal ein kleiner Reminder dazu, dass meine Kunden mich auch in ihrer Instagram-Story erwähnen können. Ja, das ist einfach auch ein bisschen gratis Promo, sage ich mal. Was ich auch habe, ich benutze das selten, aber man weiß nie, sind durchsichtige Sticker mit meinem Logo drauf. Es kann nämlich sein, dass ich von meinem Händler Produkte zugeschickt bekomme und das passt dann manchmal ganz gut, dass ich mein Logo noch drauf mache, weil meistens kostet es einiges mehr, wenn du deinen Händler fragst, ob er dein Logo drauf machen kann. Wenn du am Anfang kleines Budget hast, druck dir diese Sticker selber aus. Auf Vistaprint kannst du das auch machen. Was ich dann auch noch ganz gerne habe, um noch mein kleines Dankeschön an den Kunden zu zeigen, ist so ein kleiner Thank You Sticker. Die klebe ich dann meistens auf die Versandtüten. Das ist dann einfach das Erste, was der Kunde sieht, praktisch direkt so ein Dankeschön für den Einkauf. Wenn es dann dazu kommt, die Päckchen auch zu packen, dann habe ich hier einmal diese Luftpolstertaschen. Die hatte ich auch früher in pink, war dann aber auf zeitlang doch teurer und wie gesagt, die landen dann sowieso im Müll. Deswegen bin ich auf weiß umgestiegen. Ich werde es euch im Video einblenden, welche Maße die haben. In größer, da habe ich sie auch noch in pink, wenn jemand etwas mehr bestellt. Da kommt dann einfach alles rein, schön verpackt mit den Sachen, die ich euch gerade eben gezeigt habe und geht dann raus an den Kunden. Aber vorher muss natürlich das Label gedruckt werden, weil ihr ja alles von zu Hause aus macht, müsst ihr euch selber darum kümmern. Das geht über Shopify ganz, ganz einfach. Da gibt es verschiedene Apps dazu für DHL, DPD, die Deutsche Post, was auch immer. Also da gibt es wirklich alles. Und dann könnt ihr online einfach, die App könnt ihr dann einfach runterladen und zu jeder Bestellung dann die jeweiligen Etiketten ausdrucken lassen.
Vorher müsst ihr dann natürlich euer Päckchen abwiegen, weil das ja natürlich alles nach Gewicht geht. Und dafür habe ich dann mir so eine Küchenwaage geholt. Gibt es auch auf Amazon, sind auch nicht so teuer. Und darauf wiege ich dann die Pakete ab. Und das trage ich dann einfach in diese App ein auf Shopify. Und dann wird das Label ganz automatisch generiert und ist dann bereit zum Ausdrucken. Dann kommen diese Labels hier ins Spiel. Das sind einfach Etiketten. Das heißt, auf einer Seite ist so eine Folie drauf, die man danach abziehen kann und das Papier einfach auf die Luftpolstertaschen aufkleben kann. Das spart euch dann eine Menge an Zeit, weil ihr dann nicht rumschnippeln müsst und mit Tesa rumspielen müsst, sondern einfach die Etiketten ausdrucken und direkt aufkleben könnt. Mein Drucker, der ist übrigens von HP, der ist auch richtig gut. Also ich empfehle euch, einen guten Drucker zu kaufen, wenn ihr nicht schon einen habt. Es gibt auch extra Etikettendrucker, die kosten einiges mehr. Ich selber habe noch keinen, habe aber gehört, dass die sehr, sehr gut sein sollen, denn man muss keine Tinte nachkaufen. Also ich werde mir auch auf jeden Fall überlegen, mir so einen anzuschaffen. Ich verlinke ihn euch mal trotzdem in der Beschreibung. Der ist von der Marke Dymo. Und natürlich zum Schluss, was eigentlich das Wichtigste ist, ein Laptop, ein Tablet. Mit dem Handy geht es natürlich auch alles, aber ich finde es, ja, es ist einfacher am Laptop die Bestellungen auszuführen. Das war es auch schon von der zweiten Folge zu Werde dein eigener Chef. Das sind die wichtigsten Sachen, die du brauchst, bevor es richtig losgeht mit deinem Shop. In der nächsten Episode zeige ich dir, wie du Bilder von deinen Produkten von zu Hause aus machen kannst für ganz, ganz wenig Geld. Du machst alles selber und diese dann für deinen Online-Shop und für deine Social-Media-Profile benutzen kannst. Wenn dich das interessiert und du mich noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich bitte jetzt. Und klick auch auf die Klingel, damit du meine nächsten Videos nicht verpasst. Lass mir auch einen Kommentar da, wenn dir was einfällt, was du gerne sehen möchtest in Zukunft. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.